Guofei Xiong wurde vor kurzem aus der Haft entlassen. Der Menschenrechtsaktivist war wegen sogenannter illegaler geschäftlicher Tätigkeit verurteilt worden, nachdem er geholfen hatte, einen korrupten Dorfkader abzusetzen. Guo wurde während seiner 5-jährigen Haft gefoltert. Am Dienstag wurde der chinesische Menschenrechtsaktivist Guofei Xiong aus dem Gefängnis entlassen. Vor seiner Gefangenschaft hatte er bei der Anwaltskanzlei Zhicheng in Peking gearbeitet. Im Jahr 2005 half er den Dorfbewohnern von Taishi, Provinz Guangdong, ihren korrupten Dorfchef abzusetzen. Im Jahr darauf wurde er verhaftet und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, wegen sogenannter illegaler geschäftlicher Tätigkeit. Nach seiner Freilassung sprach Guo mit NTD und dankte allen, die sich für ihn eingesetzt hatten. Wenn jemand für seinen Glauben lebt, egal was passiert, ist er in seinem Herzen einfach glücklich. Allen, die meinen Fall Aufmerksamkeit geschenkt haben, die mit allen möglichen Methoden meine Freilassung gefordert haben, und auch meinen Familienmitgliedern und Freunden möchte ich meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Guos Frau erzählte der Organisation Human Rights in China, dass es der Anklagevertretung an Beweisen gemangelt hatte. So hätten die Autoritäten Folter angewendet, um von Guo ein Geständnis zu bekommen. Er wurde mit Elektroschocks und mittels Schlafentzug gefoltert. Trotz allem, was er erlitt, ändere das nicht seinen Glauben an die Menschenrechte. Ich werde nicht wegen dem, was mir in den vergangenen 5 Jahren widerfahren ist, extremer oder ein Feigling werden. Mein Glaube hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht geändert. Guo möchte in Guangzhou bleiben. Doch Anwälte, die seinen Fall kennen, mahnen ihn zur Vorsicht. Er ist immerhin eine Person, die alles getan hat, um für Menschenrechte zu kämpfen. Es kann sein, dass einige Leute, die nicht wollen, dass er diese Arbeit macht, oder Leute, die nicht wollen, dass er Einfluss hat, schändliche Methoden anwenden, um sein Leben und seine Arbeit zu beeinträchtigen. Aber diese Dinge können am Ende nicht erfolgreich sein. Während Guo Feixiong im Gefängnis war, wurde er von einem Mitgefangenen schlimm verprügelt, während 200 andere zuschauten. Um seine Freilassung zu erwirken, trat Guo in den Hungerstreik.